Hallo, ich bin Dirk und heute habe ich für euch dieses Paket hier. Das ist ein Framework-Laptop. Ein Laptop von der Firma Framework. Und wenn ihr jetzt sagt, von denen habe ich ja noch nie gehört, dann könntet ihr recht haben, denn die gibt es noch nicht so lange und gerade hier in Europa und insbesondere in Deutschland kann man die Geräte auch erst seit einigen Wochen kaufen, seit Anfang 2022. Die Framework-Laptops haben ein sehr spannendes Konzept, denn sie sind sehr modular aufgebaut. Man kann die einzelnen Komponenten sehr einfach austauschen, man kann sie sehr einfach erweitern, man kann die Geräte gut reparieren, sie sind gut recycelbar und gleichzeitig basieren sie auf moderner Hardware. Das Ganze ist also Intel Core i5 oder i7 Prozessor der 11. Generation da drin. Gleichzeitig haben sie ein schickes Gehäuse und auch noch gute Akkulaufzeiten. Naja, und weil für mich sowieso mal wieder ein neues Arbeitslaptop fällig war und ich dieses Konzept sehr spannend finde, habe ich mir gedacht, das versuche ich mal. Naja, und hier ist er und jetzt packen wir den mal aus und gucken uns an, was da wirklich drin ist. Schon an dem Paket kann man sehen, dass das Laptop irgendwie noch was Besonderes ist. Also die Distributionsstrukturen hier in Europa und in Deutschland sind halt erst im Aufbau und deswegen ist das Ganze, man kann das hier sehen, direkt aus Taiwan verschickt worden, direkt aus Taipei. Und obwohl die Umsatzsteuer bereits bei der Bestellung dann bezahlt war, ist das Paket trotzdem erstmal im Zoll hängen geblieben. Das ließ sich dann aber durch die Übermittlung der EORI-Nummer schnell lösen. Und selbst trotz all diesem war das Ganze also letztendlich nur 4 Werktage von Taipei nach Hannover unterwegs. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Kann man hier schon die nächste Besonderheit sehen. Anders als üblich oder häufig üblich ist es hier halt so, dass sämtliche Komponenten dieses Laptops einzeln aufgeführt sind, was eben daran liegt, dass das Gerät modular ist. Und ja, dann gucken wir uns doch diese Module mal an. Ich glaube, ich habe es jetzt verkehrt rum aufgemacht. Taylor, das eigentliche Laptop, ein Poweradapter. Aha, das sind hier offensichtlich die Module, die ich dazu bestellt habe. Eine SSD-Festplatte, dann hier der Hauptspeicher, der ist aber niedlich. Und die 4 Expansion-Module, das gucken wir uns gleich an, was es damit auf sich hat. Dann gibt es hier einen Poweradapter für Deutschland und Europa. Das Laptop hat halt eine komplett auf USB-C basierende Stromversorgung. Das heißt, man hat hier kein besonderes Gerät mehr. Man kann letztendlich jedes beliebige USB-C-Netzteil nehmen, was eben 60 Watt liefern kann. Und jetzt sind wir alle gespannt. Netzteile und Expansion Parts, schön und gut. Aber was ist denn jetzt hier drin? Machen wir das auf. Eine Grafik in der Innenseite zum Glücklichsein. Da ist er. Oh, der Laptop. Kärtchen. Eine kleine Anleitung. Ein Schraubendreher. Und da ist er. Mein Framework-Laptop. Mit spiegelndem Display. Okay, das ging jetzt nicht anders. Habe ich eigentlich nicht so gerne. Hier Tastatur in Deutsch, Mauspad und eben hier diese 4 Expansion Ports, die alle mit USB-C-Anschlüssen versehen sind. Und da kann man halt verschiedene Expansion-Geräte reintun. Hier 2 USB-C Expansion Ports, ein USB-A und einen HDMI-Anschluss für einen externen Monitor für dieses Laptop dazu zu kaufen. Da gibt es auch noch andere externe Speicher und ähnliches. Und jetzt kommt halt als nächstes der Punkt, dass wir ja auch noch die Festplatte und den Hauptspeicher haben. Und die müssen wir jetzt wohl einbauen. Es sei angemerkt, dass ich hier die Do-it-yourself-Version des Framework-Laptop beschreibe. Ihr könnt das Gerät auch in 3 verschiedenen Versionen fertig zusammengebaut bestellen. Dann müsst ihr nichts aufschrauben. Aber wo bleibt denn da der Spaß? Ich habe mich bei meinem Laptop für eine Installation mit 32 GB Hauptspeicher in einem Modul entschieden. Das hier ist das Modul. Die Festplatte ist so eine Standard 1 TB Festplatte. Und auch die sind mittlerweile ja doch sehr klein geworden. Das Besondere an diesem Laptop ist eben, dass er mit einem Schraubendreher geliefert wird und den braucht man auch.
Ich muss jetzt das Laptop aufmachen, um die Sachen zu installieren. Das geht laut Anleitung relativ einfach. Und dann gibt es hier 5 solcher Schräublein. Allerdings sind das nicht einfach Schrauben, sondern die Anleitung spricht von Öffnungsgeräten, weil die in dem Gehäuse drin bleiben. Also man kann die gar nicht rausschrauben, was den großen Vorteil hat, dass sie halt auch nicht verloren gehen können. Und die 5. hier unten links ist laut Anleitung nochmal besonders. Die geht nicht so weit. Und wenn sie anfängt zu knacken, dann ist man fertig. Kann man das aufmachen. Dies wird also auch nochmal magnetisch festgehalten. Und jetzt aufpassen, dass hier der Kabelverbinder nicht abgeht. Man kann hier jetzt schon sehr schön sehen, wie dieses Laptop eben auf gute Reparierbarkeit ausgelegt ist. Ich habe hier also in jedem Teil so QR-Codes sitzen, die mich auf Hilfeseiten leiten, auf denen ich Informationen zu den Teilen kriege. Es ist alles sauber beschriftet, das heißt, ich weiß, wo ich Dinge unterbringen muss. Ich kann halt auch die Batterie, sieht man hier unten, sehr leicht austauschen. Das Gerät ist halt offensichtlich wirklich darauf ausgelegt, gut reparierbar und gut wartbar zu sein. So, und jetzt müssen wir hier oben, ihr seht das hier, da steht das Memory und Storage, den Speicher einbauen. Da gibt es dann hier auch wieder so eine Halterung. Das ist jetzt sogar eine richtige Schraube, die geht also richtig raus. Und dann stecke ich das da mal so rein und schraube das Ganze fest. Fertig. So, nun dasselbe mit dem Hauptspeicher. Hier kann man schön sehen, es gibt hier einmal den Channel 0 und den Channel 1. Und wenn man so wie ich nur ein Modul hat, dann soll man das in den Channel 0 tun. So, knack. Und damit sind die Montagearbeiten an dem Gerät abgeschlossen. Stecken wir das hier wieder rein. Alles wieder zu. Bleiben noch die 4 Einschübe und dafür sind eben diese Module da. Ich mache das hier mal auf. Hier ist dann also so ein Modul. Das hier ist also ein USB-C-Modul. Und dann kann ich mir also überlegen, wo jetzt das USB-C, das USB-A, nochmal USB-C und schließlich für den zweiten Monitor das Modul mit dem HDMI-Anschluss hin soll. Und bei mir ist es so, dass der Monitor auf der linken Seite des Laptops steht. Das heißt, ich muss hier dieses Modul tun. Und naja, und dann stecke ich das da einfach rein, es knackt einmal und dann ist mein Modul auch schon drin. Dann kommt daneben so ein zweites USB-C-Modul und auf die andere Seite tun wir hier das USB-A-Modul hin und das zweite USB-C-Modul. Wenn ich das irgendwann mal anders haben will, dann kann ich einfach durch Druck auf den Knopf und dann beherztes Ziehen das Modul einfach rausstecken und ein anderes reintun oder die Module austauschen. Also das Ganze ganz, wie es mir beliebt, konfigurieren. Damit ist das Gerät jetzt fertig konfiguriert und ich kann jetzt hier über den USB-C-Anschluss den Strom anschließen. Mache ich das mal auf. Nun, dann schalten wir ihn mal ein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da! Die Anleitung hatte gesagt, dass das beim ersten Mal etwas länger dauert. Und was wir jetzt hier haben, ist eben genau die Meldung, dass das Booten fehlschlägt, weil auf der Festplatte kein Betriebssystem installiert ist. Das ist logisch. Ich habe da ja auch noch nichts installiert. Ich habe die Festplatte ja gerade erst eingebaut. Aber damit wird es dann wohl Zeit, hier in den Installationsprozess einzusteigen. Auf dem Stick hier habe ich jetzt die aktuelle Beta-Version von Ubuntu 22.04. Und dann stecke ich das jetzt mal in den USB-A-Slot von dem Laptop rein und schalte das Gerät an. Man sieht hier sehr schön, dass das Display relativ stark spiegelnd ist. Ich hoffe aber, dass das im täglichen Betrieb nicht so auffällt. Und hier haben wir dann auch schon die Möglichkeiten, die der Bootmechanismus halt so bietet. Und dann booten wir einfach mal Ubuntu. Ja, es macht ja insgesamt schon mal einen ganz guten Eindruck. Und wir haben ein Ubuntu 22.04 Beta, wie gesagt, hat den Vorteil, dass halt alles funktioniert und der Sound vom Laptop funktioniert auch. Ich kenne Ubuntu und will insofern Ubuntu installieren. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert.
Er bietet mir jetzt auch an, sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Jo, gehen wir mal davon aus, dass das geklappt hat. Wir machen eine Installation ganz normal und komm, pack es einfach so, wie es ist, auf diese Festplatte. Ja, ich weiß, was ich tue. Ich mache sowas seit 30 Jahren. Gut, ganz offensichtlich hat die Installation des WLAN-Treibers geklappt, denn die Installation kann sich Daten übers WLAN holen und etwas anderes hat dieser Rechner ja nicht, um sich mit dem Internet zu verbinden. Ja, und nach 9 Minuten und 17 Sekunden ist die Installation abgeschlossen. Dann ziehen wir mal den Stick ab und starten den Rechner neu. Ja, die Installation ist abgeschlossen. Der Rechner bootet. Ich starte den Browser. Und bin im Internet. Damit ist die Ersteinrichtung meines Framework-Laptops abgeschlossen. Ich finde, das war ein sehr gut strukturierter Prozess. Ihr habt das ja jetzt eben hier im Video auch gesehen. Das ist natürlich ein bisschen geschnitten, aber im Prinzip war das schon live und ich habe auch nicht vorher geübt oder sowas. Der Rechner hat mir sehr gut gefallen. Die Hardware, der Prozessor ist so schnell, wie man das erwartet. Der Bildschirm ist gut, auch die Tastatur hat mir sehr gut gefallen. Das ist mir ja immer besonders wichtig. Was ich aber besonders beeindruckend fand, war eben die Installation von dem Ubuntu 22.04. Ich meine, das war von einem komplett leeren Rechner hin zu einer voll einsetzbaren Workstation mit grafischer Oberfläche, mit eingerichtetem Benutzer, mit schnellem WLAN in unter 10 Minuten. Das ist jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich Linux installiert habe, aber das war definitiv einer der flüssigeren Installationsprozesse. Man sagt immer, für einen ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Zumindest für mich bräuchte das Framework-Laptop so einer auch nicht, denn dieser erste Eindruck, der war schon ziemlich gut. Übrigens, ich weiß nicht, ob man das vorhin im Video gesehen hat, aber mit Ausnahme von den beiden Speicherbausteinen ist auch die komplette Verpackung von dem Gerät ausschließlich aus Papier und Pappe. Eine der Kernkompetenzen des ganzen Konzeptes ist ja Nachhaltigkeit und das ist auch bei der Verpackung, finde ich, sehr gut umgesetzt. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie mir gerne zum Beispiel hier unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. So war das aber nicht gedacht.